Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu LS22. Die Folge wird heute später rauskommen, denn ich hatte heute frei und ich habe leider ein bisschen zu sehr verschlafen, würde ich sagen. Ja, so viel dazu, ne? Man hat mal frei und dann pennt man nur. Okay, es tut mir sehr leid, aber ich hoffe, ihr guckt euch die Folge trotzdem an. Wir waren ja in der letzten Folge dabei, hier zu ernten. Und damit mache ich natürlich auch gleich weiter. Ja, so sieht's aus. So, wie war denn das nochmal? Schneidwerk senken, genau. Und wo steht denn das jetzt hier mit dem... Ja, na klar, B. Boah, ich lerne das nicht, Leute. Okay, weiter geht's. So. Ach, ist das schön, Fanny beim Ernten. Sehr schön, sehr schön. Genau, dieses Feld, falls es noch jemand nicht weiß, ne, werde ich ja dann benutzen, um hier mein Grundstück zu bauen. Ne? Denn hier werden dann hier sämtliche Dinge drauf gebaut. So nach und nach natürlich. Sehr schön. Okay. Nee, wartet. Ich mache das so. Irgendwie Drescher langsam. Ah, das wollte ich eigentlich nicht. Ah, da, hör noch mal auf, da rum zu dingsen. Ach so, ich habe den ja auch nicht hochgemacht, ne? Oh, oh, wartet. Nee, doch, war richtig. Schon gut. Boah, ich bin jetzt leicht in Stress irgendwie. Da muss ich also ganz, ganz schnell das Video bearbeiten, beziehungsweise rendern und dann hochladen. Ich hoffe, es dauert nicht zu lange. Vielleicht wird es 21 Uhr, ich hoffe, oder 8:30 sogar noch. Ich habe keine Ahnung. So, hochmachen, genau, dann passiert hier auch nichts. Ich glaube, viel mehr wird hier auch heute nicht passieren, als zu ernten. Leider Gottes. Aber es ist eine Aufgabe, die mir sehr viel Spaß macht. Für euch ist es bestimmt sehr langweilig, ne? Mir nur beim Ernten zuzugucken. Ach ja, so viel zur Fruchtzerstörung, die ich Gott sei Dank ausgeschaltet habe. Ach ja. Wenn ich mal ein Vollprofi bin, was ich nie werde, das wisst ihr natürlich, ne? Dann werde ich das auch mal anschalten, aber... Nein, ich glaube, das ist nichts für mich. Ich bin völlig aufgedreht irgendwie. Ich weiß auch nicht. So. Ich meine, ich könnte natürlich auch, ich weiß ja nicht, ob ihr das wollt, dass ich dann halt einen Cut irgendwie reinmache und dann sozusagen weitermache, wenn ich dann fertig bin mit Ernten. Könnt ihr mir ja gerne mal in den Kommentaren schreiben. Bedeutet natürlich wieder mehr Arbeit für mich, weil ich ja dann alles zusammenschneiden muss, aber wenn ihr das so wollt, dann mache ich das. Muss ja auch nicht immer sein. Oder aber ihr guckt mir jetzt die ganze Zeit nur dazu, wie ich ernte. Guck mal, mein Drescher ist auch gleich voll, dann heißt es, ich kann abladen. Dann gibt es sogar ein bisschen Abwechslung. Okay.
So. Ich wurde auch in den Kommentaren gefragt, oder in eines der Kommentare gefragt, wann ich denn wieder Ranch mache. Also soweit ich weiß, gibt es in Ranch am 24. März ein Update. Und wenn das Update da ist, dieses Jäger-Update, ne, mit dem Gewehr und so weiter, dann bin ich natürlich wieder mit dabei. Vorher sehe ich irgendwie gerade nicht so wirklich Sinn drin, weil es ja nichts Neues gibt an Content. Ich schreibe das ja aber noch gerne in der Antwort von einem Kommentar. Vielleicht schaffe ich das ja noch heute, falls du dir die Folge hier nicht angucken solltest. Ah, 98%, okay. Gleich bin ich voll. Wo fahre ich denn hin? Hallo? Ich könnte ein größeres Mähwerk gebrauchen, ne? Fällt mir mal so ein. Aber ich habe ja eigentlich auch noch nicht allzu große Felder, also 99%. 100. Bleib stehen. Habe ich das jetzt gerade abgesenkt? Bin ich jetzt völlig jeck? Quatsch. Schneidfleischkleben, genau. So, jetzt brauche ich meinen Anhänger. Da ist er. So, wartet mal. Wo ist denn jetzt mein Drescher? Mein Drescher ist da hinten. So, mach mal die Klappe auf. Ha, das habe ich sogar jetzt nicht lesen müssen. Wie gut ist das denn? Ach so, ich habe jetzt das Rohr noch nicht ausgefahren. Wartet mal. Ah, ist egal. Ich mache das gleich. Ich wollte jetzt noch mal kurz mal rauszoomen hier. Nee, wartet. Ich werde erstmal wieder die Drescher gehen. Ich muss mal das Rohr ausfahren. Mit dieser Tosti. So, okay. Ach, dass man immer im Anhänger drin liegt, ne? Wenn man das Fahrzeug wechselt. So, es ist kein großer Anhänger, aber immerhin. Immerhin. So. Perfekt. Ein bisschen Sorghumhose. Ach nee, Quatsch. Raps. Meine Güte, es sah gerade so dunkel aus, deshalb. Ja, so viel dazu. Ein bisschen Raps für die Welt. Für die kleine Fanny. Na, passt da eine ganze Ladung rein, ja, ne? Ja, sieht doch gut aus. Sieht doch sehr gut aus. Dann fahr mal das Ding wieder ein. Dann senke mal das. Und dann machen wir mal Helfer. Ja, Helferlein an. Damit ich jetzt in aller Ruhe. Das wegfahren kann in Silo. Ja, 70% ist es immerhin gefüllt. Ich packe es jetzt erstmal ins Silo. Mal gucken, was ich damit mache. So, Befüllung starten. Knapp daneben ist auch vorbei, aber ist ja egal. Fertig. Wollen wir den Drescher herfahren? Was meint ihr? Ist eigentlich auch eine gute Idee. Dann tut jeder was. Das Rohr ist halt auf der anderen Seite. Okay, wartet. Ich werde schon mal wenden. Stimmt ja, das Rohr ist ja. Oh, wow.
Na, wartet mal. Ah, ich muss langsamer fahren, damit das nicht umkippt. So. Ja, kaum arbeitet mein Helfer und schon will er Lohnkosten haben. Wartet, ich muss da näher ran. So. Teamwork. Wow, ich bin so schnell. Ein bisschen Teamwork. Wow, 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 wow. Na komm schon, ich will nur einen Screenshot machen. Verdammt. War kein gutes Screenshot. Ach ja, ach ja. Ja, gleich ist es fertig mit der Ernte. Super schön. So, ich fahre schon mal auf die andere Seite. Geht das eigentlich auch umgekehrt, dass der Helfer hier in dem Traktor mit dem Anhänger sitzt und dann neben mir herfährt? Nee, ne? Ich weiß es gar nicht. Geht das? Hm. Dass ich sozusagen jetzt ernte und der Helfer das macht, was ich jetzt gerade mache? Rumstehen? So, dann einmal wenden, mein Freund. Ist natürlich jetzt kein großes Feld, ne? Das lohnt sich jetzt eigentlich gar nicht so wirklich neben ihm her zu fahren, aber was soll's? Man tut, was man kann oder was man auch nicht kann. Warte, ich bin zu langsam. Ja, ich weiß. Warte, warte. Wow, jetzt bin ich zu schnell. Boah, das ist gar nicht so einfach. Warum bin ich denn schon wieder so weit weg? Ja, ja, gut. Das war wieder ein Satz mit X. Nein, ich wollte wieder einen Screenshot machen, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Schon wieder. Deshalb läuft es gerade ein bisschen schief. Vielleicht sollte ich einfach mal... So, ich bleib jetzt. Wartet. Ich kann ja schon mal versuchen. Nee, so lang. Nein, das war doch richtig. Ja. Nee. Ach, keine Ahnung. Ich kann es mit dem Rückwärtsfahren nicht. Ach so, ich stepp, ja. Oh, wartet. Stimmt ja, jetzt ist ja wieder Platz weg. Ihr müsst auch wieder denken, was macht die Frau heute wieder? Ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie... Wenn ich noch müde bin, dann mache ich nur Scheiße. Noch mehr Mist als ohnehin schon. So, kann ich jetzt einen Screenshot machen? Ja. Wow. So. Ich habe jetzt einen Screenshot gemacht. Mehr viel. Dann ist alles abgeerntet. Ach, wie schön. Und der Helfer kriegt es sogar richtig gut hin, ne? Mit dem Feld. Ich habe mir überlegt, da ich das ja jetzt noch nicht komplett bebauen kann, weil ich ja das Geld dafür noch nicht habe, werde ich dann den Rest vielleicht mit Gras machen. Ja. Will ich Gras ansehen. Ich wollte gerade sagen, wo bist du hin, junger Mann oder junge Frau? Ich weiß jetzt nicht, wer drin sitzt.
So, die Strecke wird natürlich jetzt immer kürzer. Ja, es lohnt sich eigentlich nicht, ne, nebenher zu fahren. Das mache ich jetzt auch nicht. Jetzt warte ich, bis er fertig ist. Ich schaue ihn jetzt bei dem letzten kleinen Dreieck hier zu. Sehr schön. Oh, schön, gleich fertig. Genau, und dann hatte man mir auch in den Kommentaren geschrieben, vielen, vielen Dank auch dafür, dass ich natürlich auch die Zeit hätte in der letzten Folge vorspulen können mit der Taste 8. Ich habe das mal gewusst, ich habe das aber irgendwie wieder verdrängt. Vielen, vielen Dank nochmal für die Erinnerung. Ach, ich sag euch, mit mir macht ihr hier was durch. Aber deshalb guckt ihr das ja auch, oder? Weil ich so mega unprofessionell bin. So, der Helfer ist fertig. Ta-ta-ta-ta. So, okay. So, jetzt muss ich natürlich... Na klar. Jetzt bin ich wieder durch das Schneidwerk. Nicht an der richtigen Position. Nicht jetzt? Ja, jetzt durfte es klappen, ne? Ja. Gerade so. Huch, der ist ja schon leer. Okay. Nein! Depp. Ausschalten? Ach, Drescher zuklappen, genau. Genau, das wollte ich. Das wollte ich. Gut. Das klang jetzt aber irgendwie komisch. Beängstigend. Oh, da hat er was vergessen. Guck mal. Unverschämtheit. So, einmal abladen. Na, diesen Klecks will ich aber noch haben. Ach, ich hätte es ja auch theoretisch, ich Depp, mit dem Drescher ja abdingsen können, ne? Mit dem Rohr gleich da einlagern können, ne? Da brauche ich doch gar nicht den Anhänger für. Hat er jetzt noch irgendwo was vergessen? Nee, ne? Okay, wartet mal. Dann werde ich nochmal den Anhänger hier wegfahren. So. Und einfach... Quatsch. Nein! Und einfach nochmal... die 6 Liter da rein tanken. Genau. Na, bitte, geht doch. So. Ab zum nächsten Feld. Ach schön, jetzt kriegen meine Hühnerchen auch wieder was zu futtern. So.
Stroh-Ablage habe ich doch angeschaltet, oder? Habe ich nicht. Warum ist denn die ausgeschaltet gewesen? Krass, Mann. Jetzt habe ich ganz viel Ablage verloren. Die falschen Dings gedrückt. Ja, guck mal, jetzt bin ich wieder schief dadurch. Okay, kein Problem. Fahren wir nochmal zurück. Ach. Schlimm, wenn man schief. So, weiter geht's. So, ich mache jetzt auch wieder ein Vorgewende, ne? Perfekt. So, meine Lieben, aber das soll es für heute mal gewesen sein, ja. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und wie gesagt, tut mir leid, dass die Folge heute wieder später rauskam oder mal wieder später rauskam. Ach ja, gibt Fanny die Schuld. Okay, alles klar. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.